Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Replay Spellforce The Order of Dawn. Im letzten Video haben wir den Gottwall abgeschlossen. Wir haben mit Vintus Lanard gesprochen und herausgefunden, wo sich einer der Teile des Kunstwerks befindet, was der Illusionist Mechlan so sehr begehrt und deswegen hier einen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Dieser Teil befindet sich jetzt nun in unserem Besitz. Wir müssen alle drei weiteren Teile finden, wenn wir nun ja vermutlich Mechlan zuvorkommen wollen. Wir werden nun in die Stadt des Zirkels gehen, nach Molandir, dämonenverseucht. Dort soll sich der Phönixstein befinden, die Waffe, die wir brauchen, um dem dunklen Einhalt gebieten zu können. Ich bin sehr gespannt. Betreten wir das Portal nach Molandir. Wartet! Ihr habt uns gerettet. Dafür schulden wir euch zumindest eine Warnung. Diese Stadt ist nicht nur mit Dämonen verseucht, sie ist eine tödliche Falle. Die Gargoylen, die ihr überall sehen könnt, scheinen harmlos. Doch das sind sie nicht. Sie schlafen. Sollte euch eine der Medusen erblicken, die durch die Straßen von Molandir streifen, dann wird sie die Gargoylen erwecken. Die steinernen Bestien werden über euch herfallen. Vor ihnen gibt es kein Entrinnen. Viel Glück, Runenkrieger! Ja, Vintus. Danke für die Warnung und tatsächlich hat es das Spiel hingekriegt, wieder auf die normale Größe hier zu stretchen, ohne komplett die Flat Earther wieder an die Macht zu lassen. Wir holen uns jetzt erstmal unsere 5 Krieger, unsere 5 Runenkrieger und werden uns dann durch Molandir wagen. Wir sehen hier bereits Dämonen, das sind die ersten, die wir in diesem ganzen Spiel zu sehen kriegen und ja, sie sehen interessant aus, würde ich mal sagen. Interessant in dem Sinne, dass das auch irgendeine Art von Monster-Humor sein könnte, aber okay. Hier oben haben wir Bria-Wächter und den Wächter. Es sollte uns sofort komisch vorkommen, dass dieser Wächter von Bria-Wölfen flankiert wird, aber okay. Fragen wir uns erstmal nicht, warum das so ist. Da kommt schon der erste Gedankenzerstörer hier. Bei ihm haben wir das Problem, dass Waffen nicht wirklich viel Schaden machen gegen ihn. In diesem Fall scheint das aber ganz gut zu funktionieren. So. Sehr schön. Wir haben 3 Magier und 3 Krieger. Das ist eine interessante Kombination. Was haben wir hier? Die Aura der Trägheit. Die aktivieren wir mal direkt. Hier haben wir die Aura der Heilung. Und hier haben wir nichts. Geil. Wir machen auch mal die Aura der Heilung. Auf meinen Befehl. Und werden jetzt weiter voranschreiten. Ivor hat natürlich die Zuflucht. Hier, sofort. Sehr schön. Mir nach. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das verbessert irgendwie die Resistenzen. Auf meinen Befehl. So ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Vorwärts. Hier haben wir 2 niedere Dämonen. Nehmen wir den Kampf gegen ihn auf. Hier haben wir diese Gargoyles, von denen gesprochen wurde. Ihr seht schon, so sind sie erstmal nicht besonders stark. Worauf wir auf jeden Fall Acht geben sollten, sind die Medusen, von denen Vintus gesprochen hat. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Da ist eine. Verfluchte Wächterin, Stufe 25. Sofort. So, und da sind die Gargoyles direkt mal zum Leben erwacht. Für den Orden. Feindlich weiß nicht, kriegen wir die tot? Es könnte sein, dass wir sie tot kriegen. Oh. Leider Gottes ist unser Avatar hier verwandelt worden. Die Linien müssen halten. Kümmer du dich mal hier um die verfluchte Wächterin. Vielleicht kriegen wir sie sogar down. Aha. Anders wissen sie sich offenbar nicht mehr zu helfen. Sie sind überall.
Na, da stirbt Ivor. Nee. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance und das ist jetzt ein bisschen doof, weil wir halt direkt neu laden müssen. So, ja. Schlagen Sie zurück, Sie sind überall. Ja, also das verstehe ich jetzt nicht wirklich, ehrlich gesagt. Denn ich hatte das Spiel ja schon verlassen. What the fuck war das für ein Bug? Hä? Das ist irgendwie strange. Aber gut. Machen wir das Ganze also nochmal. Ihr habt jetzt gesehen, wie gefährlich Mulandir ist. Also man sollte sich mit diesen Wächtern nicht anlegen. Man ist ihnen einfach nicht gewachsen. Das muss man ganz klar sagen. Dementsprechend werden wir uns auch genauso verhalten. Ihr habt uns gerettet. Dafür schulden wir euch zumindest eine Warnung. Diese Stadt ist nicht nur mit Dämonen verseucht. Sie ist eine tödliche Falle. Die Gargeulen, die ihr überall sehen könnt, scheinen harmlos. Doch das sind sie nicht. Sie schlafen. Sollte euch eine der Medusen erblicken, die durch die Straßen von Mulandir streifen, dann wird sie die Gargeulen erwecken. Die steinernen Bestien werden über euch herfallen. Vor ihnen gibt es kein Entrinnen. Viel Glück, Runenkrieger. Mit anderen Worten, wir sollten die also wirklich komplett umgehen. Das, was ich da eben versucht habe, das war zum Scheitern verurteilt. So, unsere 5 Runenkrieger bitte. Zum Glück waren wir noch nicht besonders weit und zum Glück werden wir jetzt erstmal speichern. Mulandir. Sklaven des Feuers, Verführerin, Succubus sind das. Unverzüglich. Ja. Unverzüglich. Also was man im Prinzip machen muss, ist auf dieses Movement-Set von den Medusen achten. Die gehen halt Patrouille durch Mulandir und gehen auch immer denselben Weg. Das macht das Ganze natürlich so vorhersehbar, dass wir damit arbeiten können. Basiliskenhaut. Schnell. So, kümmern wir uns erstmal um die Dämonen. Die Rune befiehlt. Und da kommt Kriegerin Karia. Was wünscht die Rune? Alles klar. Auf meinen Befehl. Ehre Aonirs. Auf mein Zeichen. Schlagt sie zurück. Sehr schön. Und die Dämonen sind wieder besiegt. Die Rune ruft. Auf dem Weg. Zu Befehl. Unverzüglich. Und unsere Leute sind wieder vereint. Jetzt müssen wir mal warten auf die Wächterin hier. Wie genau die geht. Denn erst wenn sie vorbeigegangen ist, können wir hier unten lang und mal schauen, was wir hier noch so vorfinden. Auf jeden Fall jede Menge Dämonen. Die müssen wir aber auch bekämpfen. Und das dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Auf meinen Befehl. Denn so vom Level her sind wir schon weit sofort über denen. Auf mein Zeichen. Wir sind schnell. Ja fast Stufe 20 hier. Sofort. Begeben wir uns mal in die Richtung. Folgt mir. Eine von den Medusen sehe ich jetzt bisher noch nicht. Sollten wir ausnutzen. Mir nach. Und schnell hier runter. Das ist gerade mal gut gegangen. Folgt mir. Denn da ist schon eine. Hier. So, der niedere Dämon muss erstmal dran glauben. Ja, wie wär's mit unseren Auren? Einfach nur, damit wir was aktiv haben. Das ist ein Hinterhalt. Ja, Mulandir ist wie gesagt ein sehr prominenter Handlungsort in Spellforce. Mulandir kennt jeder, der auch Spellforce The Order of Dawn kennt, also von früher. Mulandir kennt auch jeder, der Spellforce 3 gespielt oder gesehen hat. Und dort gibt es Mulandir ja auch. Allerdings war die Stadt dort um einiges netter.
Aber kein Wunder, das war ja auch noch vor der Konvokation. Im Prinzip wurde die Stadt ja erst wieder aktiviert in Spellforce 3. Nachdem sie eine ganze Zeit lang quasi tot war. Diese Basilisken sind wirklich hart. Nicht nur, dass man kaum Schaden gegen sie macht, man trifft sie auch eigentlich irgendwie nie. Auf meinen Befehl. Linien müssen halten. Vielleicht sollte ich mal... Oh, da kommt schon die Verführerin hier. Der nächste Dämon wartet. Okay, hier könnte man einmal rumgehen, dann haben wir die verfluchte Wächterin. Das Blöde bei der ist halt eindeutig. Oh, Feuerterror, Stufe 20. Jesus Christ, okay. Das Blöde bei der verfluchten Wächterin ist eindeutig, dass sie versteinert. Sie versteinert einfach nach und nach jeden aus der Gruppe. In der Zeit ist man anfällig gegenüber den Gargoyles und man kann zum Beispiel keine Fähigkeiten einsetzen und auch gar nicht kämpfen. Ring der Roten Horde. Dämonenschädel. So, wir werden uns jetzt erstmal hier die südlichen Bereiche angucken. Hier sieht man die ganzen Ruinen. Sofort! Von einst prächtigen Bauwerken. Folgt mir! Schnell! Da ist eine Truhe. Sofort! Die sind manchmal gar nicht so leicht auszumachen hier in diesen unübersichtlichen Gefilden. Folgt mir! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Wieder ein niederer Dämon. Runenkrieger, zu mir! Basilisken persönlich hasse ich am meisten. Dass man hier immer noch so ein Kladderadatsch kriegt wie niederer Ring der Magier, das verstehe ich selbst irgendwie nicht. Also es ergibt für mich keinen großartigen Sinn. Zur Ehre Aonirs. Feindlicher Angriff! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Sehr schön. Oh, hier ist wieder eine Truhe, auch schön. Wie kommen wir denn hier unten hin? Ich weiß gar nicht, wollen wir hier überhaupt hin? Hier ist ja eigentlich an sich gar nichts. In die Schlacht! Schließ sie rein! Folgt mir! Schnell! Guter Lederhelm, große Rubin, Ring des Pantheons. Weisheit plus 13. Mir nach. Ich meine, klar, wir haben mittlerweile bessere Ringe, aber... Folgt mir. Das ist gar nicht mal so scheiße. Okay, sofort. Da kommt man gar nicht hin, kommt man hier hin. Schnell. Nee. Und los. Also da unten kommen wir so gar nicht Und hin. Und los. Aber das ist auch egal. Wir gehen nun hier oben Schnell. Weiter. Was sagt er uns eigentlich hier in der Quest? Sucht nach Hinweisen im Norden von Mulandir. Damit kann der aufgedeckte Teil dieser Karte ja nicht gemeint sein. Das wäre ja seltsam. Hier fehlt uns immer noch die Schuppe des Drachen. Es fehlt immer noch Dämonenblut. Rigon, Falonsheim, da sind wir bald. Das dauert auch noch. Und Lichtseide müssten wir eigentlich hier in Mulandir noch finden. Hier muss es irgendwo noch eine Phantomspinne geben. Und los! Auch wenn ich nicht genau weiß, wo die sein soll. Und los! Sklavinnen des Feuers. Feuerdrachling. Da sieh mal einer an. Da oben ist eine Phantomspinne. Feindlicher Angriff! Berserk. Oh, Steinwurm. Sie sind überall.
Schlagt durch, Männer! Schlagt sie zurück. Der muss mal eben geheilt werden hier. Das ist ein Hinterhalt. Bereit. Vorwärts. Folgt mir. Doch, ganz schön gefährlich. Vorwärts. Wie hoch ist denn eigentlich unsere Feuerresistenz, wenn wir schon mal dabei sind? 50. Das ist nicht besonders viel, aber was soll man machen? Kümmern wir uns jetzt erstmal um diese Phantomspinne. Folgt mir. Damit wir demnächst auch diese Quest abschließen können. Hier oben haben wir ein Portal, nämlich das Portal nach Falornsheim. Es ist aber nicht das einzige Portal, was sich hier befindet. Schnell. Es gibt noch ein Portal in eine Gegend, die ich noch mehr hasse. Kämpft, Männer. Weil ich an diese Karte schlechte Erinnerungen habe. Allerdings denke ich mittlerweile, dass das halb so schlimm ist, wenn man das anständig und vernünftig angeht. So, wir haben Lichtseide. Aura der Streiter und den geschmückten Schlagstab. So, und damit hätten wir jetzt auch genug Lichtseide, um die Quest von Tanara abzuschließen. Hä? Wo kommt denn dieser Steinwurm auf einmal her? Das ist ja hochgradig unlogisch. Schockt ihn so richtig. Zeigt ihm Nacktbilder von Tanzverbot. So. Vorwärts. Großartig. Feuerterror, niedere Dämonen, weitere Sklavinnen, Feuerling. Wenn sie denn meinen. Hier. Immerhin haben wir hier ein Runenmonument bzw. einen Seelenfelsen. Wenn wir also hier hin müssen, dann können wir den Weg schnell verkürzen. Silberbogen. Ah, so dumme Waffen einfach. Solch ein Scheißzeug hier. Hier könnte man auch lang. Da müsste man nur wieder auf diese Medusa achten. Berserk ist, glaube ich, hier notwendig. Oh nein. Wir werden angegriffen. Auf meinen Befehl. Für die Freiheit. Hundenpanzer. Ja, das Problem ist einfach, dass man hier davon gerafft wird. Von diesem ganzen Scheiß. Oder dahin gerafft. Hartlederbeinpanzer. Aura des Mana-Raubs und Ring der Hexenmeister. Und los! So. Was haben wir denn hier Schönes? Die sind offenbar auf uns aufmerksam geworden. Schlagen wir sie zu Klumpen! Vorsicht, Gegner! Mir nach! Für den Überall! Zu Befehl! Vorwärts. Zu Befehl! Na, ihr könnt ruhig auch schon die andere angreifen. Auf meinen Befehl! Bevor ihr da irgendwie auf mich wartet. Grünes Juwel. Sofort. Oh. Für die Freiheit! Die nächsten. Als nächstes wollen wir hier lang. Und dann hier hoch. Hier gibt es auch wieder was zum Looten. Zu allem klar. Verstanden. So, Seltas, du musst dich ein bisschen beeilen. Wenn es jetzt ganz doof läuft, könnte das nämlich nach hinten losgehen. Folgt mir. Aber wir werden sehen. Schnell. Hier wartet auch eine verfluchte Wächterin. Okay. Die Rune ruft. Seltas hat Glück gehabt. Unverzüglich. Er ist halt ein wirklich guter Tropfen. Kann man nicht anders sagen. So. Verschwinde, verfluchte Wächterin, ich will hier durch.
Jetzt geht sie nach oben. Ist aber auch scheiße. Da muss ich ja warten, bis sie ganz unten ist, oder was? Oh nein, Tars Diener. Wer ist Tar? Gott. Feuerling, warum eigentlich Feuerling? Feuerling? Ist er vielleicht Chinese? Feuerlingling? Mal Feuerball. Das ist alles noch aktiv, das ist okay. Okay, jetzt geht sie auch nach ganz unten, das ist gut. Dann kann ich ja wirklich hier vorbei. Folgt mir. Ja, Mulan, die ist auch keine von den Karten, die ich jetzt so vermissen würde, wenn es sie nicht gegeben hätte. Ja, sofort. Ist halt wirklich blöd, dass man nichts gegen diese Medusa unternehmen kann. Wirklich gar nichts. Die ist einfach zu stark. Und wir könnten höchstens mal probieren, ob wir sie besiegen können, wenn sie weit entfernt ist. Von diesen ganzen Gargoyles. Verstärkt die Deckung. Boah, Feuerling ist wieder Feuer-Taron nur wesentlich schwächer. Auf mein Kommando. Vorsicht, geht los. Daher bereitet mir auch seine Feuerwelle keine so großen Probleme. Dornenschild, Unsichtbarkeit, einfache Zauberkugel und wieder nur Schund. Schnell. Zeug, was kein Mensch braucht, und dieser Basilisk kommt auf einmal angestürmt. Arzach, Stufe 15. Und ich glaube, ich weiß, was der für uns bereithält. Schnell. In die Schlacht. Sie sind überall. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Vorwärts. Ja, da ist noch ein Feuerling. Arzach dürfte auf jeden Fall der Dämon sein, von dem wir das Dämonenblut bekommen. Wir werden angegriffen. Angriff. Okay. Schock. Den Zauber, den wir die ganze Zeit einsetzen. Vorwärts. Mit unserem Freund hier. Hier. Sofort. Zeltas. Komm her, Arzach. Du müsstest es sein. Von dir müsste ich es bekommen. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Amethyst, Runeschützer Schalier, Stufe 16 und zweimal Dämonenblut. Man fragt sich natürlich, warum eigentlich zweimal? Göttlicher Zorn und Heilung, Heilung Stufe 2. Ernsthaft? Ich kann gar nicht fassen, dass das Spiel das ernst meint. So, Schütze Schalier ist gut. Sehr gut sogar. So, die Wächterin ist gerade da. Mir nach. Wir müssen gucken, dass wir die Wächterin hier hinkriegen. Dann können wir nämlich an ihr vorbeilaufen. Sofort. Also genau das, was ich jetzt plane. Vorwärts. Und dann rennen wir schnell hier durch. Lauft! Verstärkt die Deckung! Mir nach! Schließt die Reihen!
Okay, Glück gehabt. Als nächstes geht sie ja nach oben. Sofort. Wir müssen auch immer noch in den Norden Vorsicht, kommen. Gegner. Mir nach. Tars Diener. Schnell. Ekelhaft. Feindlicher Angriff. Oh, hier sind viele Gargoyles. Schlag sie zurück. Und los. Folgt was mir. Sind denn, was ist denn los mit diesen Tars-Dienern? Ja. Vorwärts. Sollten wir uns mal aus der Nähe angucken. Und los. So wie die aussehen, werden sie auf jeden Fall schwarze Magie wirken. Oder, ja, Mentalmagie. Ja, wenn wir wenigstens mal regelmäßig treffen würden. Verstärkt die Deckung. Ich würde gerne irgendwas machen, aber irgendwie gehorcht mir keiner mehr. Haltet durch, Männer. Ah ja. Immerhin einmal Schlachtruf. Für das Licht. Runenkrieger, zu mir. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Ich hoffe, so viele von Tars Dienern kommen hier nicht mehr. Zwei. Hier oben eine große Ruine. Mir nach. Noch mehr. Sie sind überall. Sie sind überall. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Vorwärts. Zum Angriff. Hier müsste er gleich sein, ja. Plexor Mimtar 22. Also das ist jetzt nicht sein Alter, sondern seine Stufe. Das klang gerade wie so eine Profilbeschreibung bei LaVou irgendwie. Auf mein Zeichen. Plexor Mimtar. Beruf. Hexer. Alter 22. Auf mein Kommando. Vorwärts. Folgt mir. Ich befürchte, der wird uns auch einen harten Kampf liefern. Aber alleine schon, weil er eine Truhe bewacht, ist er des Todes. Er muss einfach sterben. Ich will seine Truhe. Ich will ihm an die Truhe. Halte durch, Männer! Auf mein Zeichen. Sofort! Die nächsten beiden. Außerdem dürfte das demnächst hier einen Stufenaufstieg bringen. Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Standhalten, Männer! Sie sind überall! So, Zwergenaxt, Opal, Lapislazuli und Spiegelbild. Auf meinen Befehl, schnell! Wieder nichts für meinen Magier, sofort. Was ich jetzt wirklich gut gebrauchen könnte, aber sei's drum. Ich habe ja Bock auf die Aura des Zorns. Eigentlich müssten wir die hier jetzt mal ausprobieren, denn immerhin haben wir da hier Untote. Das ist wahrscheinlich eine der letzten Möglichkeiten, ja, sie überhaupt noch auszuprobieren. Und los. So, speichern, Mulandir 2. Und dann geht's sofort. Los. Schnell. In die Schlacht. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Sie sind oh ja, sie macht Schaden. Wir werden angegriffen. Holy shit, okay. Okay, die Untoten haben überhaupt keine Chance gegen diese Aura. Jetzt verstehe ich auch, warum man die nicht gekriegt hat vorher. Weil es einfach zu krass wäre. Es wäre einfach viel zu mächtig. Standhalten, schließ die Reihen. Halt
Auf mein Kommando. Und gleich beißt Tar ins Grab. Und wir bekommen seinen Kopf. Zauber versteinern und den Zauber dunkler Fluch. Sofort. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass wir von jedem Gegner, den wir jemals besiegt hätten, den Kopf immer gekriegt hätten. Oh, scheiße, würde unser Inventar durchsuppen. Es wäre eine einzige ekelhafte Suppe. Also bin ich froh, dass dem nicht so ist. Obsidian, versteckte Lederbeinlinge und Aura des Lebens. Als nächstes können wir wieder zurück. Vorwärts. Wir sind kurz vor Stufe 20. Wirklich mehr als kurz. Auch in Mulandir vergeht manchmal die Zeit schneller. Hier. Sofort. So. Sofort. Ich glaube, dass sie da steht, folgt das mir. Kümmert mich gerade nicht. Kämpft, Männer. Wir müssen nur aufpassen, dass hier nicht noch irgendwo eine steht. Hier. Eine Medusa. Sieht aber nicht danach aus. Dieser Pfad müsste uns hoch zu dem Wächter bringen. Vorwärts, kämpft, Männer! Und der wird uns doch garantiert etwas über den Phönixstern erzählen können. Auf mein Kommando. In die Schlacht! Einmal durch, Männer! Ja. Wir werden angegriffen! Stufe 20! Kommt wie gerufen. Wir wollen aufsteigen. Schwere Kriegskunst. 2 Stufen. Dafür brauchen wir jetzt Ausdauer. So viel Ausdauer kriegen wir gar nicht. Schade. Dann weiße Magie 1 Stufe hoch. Da sind wir jetzt auf 9. Auf meinen Befehl. Verstärkt die Deckung. Linien müssen halten. Können wir dadurch jetzt irgendwas sonst noch tragen? Die Winterwacht könnten wir tragen. Ist aber nicht so gut wie der Schild von Thorsnick. Ne, da ist die Rüstungsklasse einfach schwächer. Zwar so viel schwächer, dass ich das nicht machen würde. Egal, ob dieses Schild jetzt Intelligenz statt Ausdauer bringt. Wegen der roten Horde. Okay. Zum Wächter schaffen wir es in diesem Video noch. Und los! Säulen. Säulen über Säulen. Vorwärts! Schnell! Sofort! Schnell! Und los! Hier haben wir ein Vorwärts. Weiteres Heldenmonument. Das aktivieren wir jetzt erstmal. Auf mein Kommando! Gildenmeisters Obsidianmaske. Und los! So, was haben wir hier oben? Aura des Lebens und Flammenauge. Vorwärts! Sofort! Schnell! Hier ist ein abgebrochener Weg, der wo auch immer hinführt. Und ja, das dürfte es gewesen sein. Reden wir mit dem Wächter. Lange ist es her, dass ein Mensch auf diesen Pfaden gewandelt ist. Wer seid ihr? Einst diente ich dem Zirkel. Nun wache ich über die mächtigen Schätze Mulandirs. So lange, bis die Welt wieder bereit für sie ist. Wir suchen nur eins dieser Artefakte. Ich suche den Phönixstein. Ein Schmuckstück von gewaltiger Macht, das ihr da begehrt. Seine Macht ist die letzte Hoffnung für uns. Einer der Zirkelmagier ist zurückgekehrt. Nur der Phönix kann ihn noch aufhalten. Dann wisset, dass ihr die Wahrhaftigkeit eurer Worte beweisen müsst. Solche Macht wird nicht leichtfertig vergeben. Seid ihr bereit, die Prüfung zu empfangen? Das sind wir. Stellt mir eure Prüfung. Einst lagerte in den Archiven des Zirkels ein wundervolles Kunstwerk aus Glas, das jeden, der es betrachtete,
unweigerlich in seinen Bann schlug. Während des Krieges wurde es zerschlagen. Die vier Bruchstücke wurden gestohlen. Seit jenem Tag haben diese Splitter Leid über diese Lande gebracht. Denn sie schüren die Gier der Menschen. Viele mussten schon ihretwegen sterben. Mächtige Magier suchten nach ihnen und stürzten alles ins Chaos. Findet die vier Splitter und erlöst das Land von ihrem Fluch. Dann will ich euch die Macht des Phönix anvertrauen. Wir müssen erstmal wissen, wo wir die finden. Was ist so besonders an diesen Splittern? Das Kunstwerk, zu dem sie gehörten, war eine Glasmalerei. Ein Gemälde aus Farben und Magie. Die uralten Farmer selbst haben dieses Artefakt einst angefertigt. Es ist ein Abbild der Zeit. Und doch noch viel mehr. Es sind Träume, Gedanken, Gefühle in unglaublicher Macht und Tiefe. Wer es einmal betrachtet, wird unweigerlich von seinem Zauber gefangen. Deshalb seid froh, wenn ihr es nie in seiner Gänze erblickt. Ihr würdet nie wieder derselbe sein. Selbst die Splitter, in die es zerbrach, besitzen noch einen Teil seiner grausam schönen Macht. Der Zirkel fand es in den Ruinen der Farmer und bewahrte es lange auf. Nur wenige bekamen es je zu Gesicht. Und wo sind die Splitter? Wo finde ich die vier Splitter? Sie befinden sich noch immer in den Düsterlanden, wenn auch in alle Richtungen verstreut. Ihnen wohnen verschiedene Eigenschaften inne. Einer gibt Freude wie der tanzende Frühling. Einer glüht wie der warme Sommerwind. Einer ist wie das nachdenkliche Licht des Herbstes. Und einer wie die schwermütige Stille des Winters. Ein Abenteurer und Plünderer namens Turgin Stahl, den Splitter des tanzenden Frühlings. Er ließ sich auf dem Gottwall südlich von hier nieder. Der Splitter des Sommerwinds war zunächst im Besitz der Magierin Talia. Doch Armun, ein Dieb aus dem Süden, entwendete ihn. Er floh nach Farlonsheim und dann verlor sich seine Spur. Sucht dort nach ihm. Der Splitter des Herbstlichts war lange verloren. Er muss seltsame Wege gegangen sein. Jahre später tauchte er dann im Besitz des Kaufmannes Farlon auf. Ihr findet seinen Handelsposten westlich von Farlonsheim. Das Bruchstück der Winterstille befand sich ebenfalls im Besitz Talias. Sie nahm ihn mit auf ihre Reise nach Osten. Sie zog aus, um Ulatar, den Fürsten der Dämonen, zu schlagen. Keiner hat je wieder etwas von ihr gehört. Niemand wagte es, ihr in den Spalt zu folgen. Hinein in das Reich der Dämonen. Okay, dann haben wir jetzt eine ungefähre Ahnung, wo die vier Splitter sich aufhalten können. Vorwärts. Einen besitzen wir ja bereits. Ich denke, dass sich zwei in Farlonsheim aufhalten und einer im Spalt. Wie gesagt, der Spalt kein besonders tolles Gebiet. Aber wir werden das schon schaffen. Die vier Splitter der Zeit. Ja. Euch sollte etwas komisch vorgekommen sein. Also wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, was hier genau vor sich geht. Ich werde dazu erstmal nicht mehr sagen. Wir werden beim nächsten Mal dann den Rest von Mulandir erkunden und dann mal gucken, ob wir schon nach Farlonsheim aufbrechen. Ansonsten würde ich sagen, denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.